Jetzt noch ganz kurz zum Beurteilungsmodus. In der Vorlesung ist es so, dass ich, habe es ohnehin schon erwähnt, dass wir eine klassische Vorlesungsprüfung haben werden, die zu 100% die Beurteilung grundsätzlich einmal bestimmt. Das heißt, wer ausschließlich zur Prüfung kommen möchte, kann das tun. Es stehen das Skriptum und die Videoaufnahmen zur Vorbereitung zur Verfügung. Stoff ist das Vorlesungsskriptum. Das ist quasi der Rahmen für das Ganze. Bei der Prüfung an sich selbst ist es dann so, vielleicht ist auch noch kurz erwähnt, dass jeder Prüfungstermin ein separater Antritt ist. Das heißt, es gibt nicht sowas wie eine Nachklausur, sondern für jede Abgabe der Prüfung wird auch ein Schein ausgestellt. Um das ein bisschen zu entschärfen, besteht die Möglichkeit, sich die Prüfung in den ersten 15 Minuten des Prüfungstermins mal anzusehen, ob man denn die Prüfung absolvieren möchte und dann ohne Konsequenzen den Raum einfach zu verlassen. Dann wird kein Schein ausgestellt. Es ist so, wie wenn man nicht da gewesen wäre. Nach diesen 15 Minuten werden wir dann die Ausweise kontrollieren und die Unterschriften auf der Anwesenheitsliste einsammeln. Dann gilt's und dann wird auch auf jeden Fall ein Schein ausgestellt. Jetzt habe ich auch vorhin schon erwähnt, es gibt aufgrund dieses Flipped Classroom-Konzeptes ja die Möglichkeit, sich Bonuspunkte zu erwerben. Im Terminplan haben wir vorhin schon gesehen, dass im Wesentlichen für jeden Themenbereich ein Präsenztermin vorgesehen ist, mit Ausnahme des Themenbereichs 3, BPMN. Da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, das müssen wir uns ein bisschen detaillierter ansehen, da wird es zwei Termine geben. Aber grundsätzlich ist es so, dass es pro Themenbereich einen Präsenztermin gibt, für den es jeweils eine interaktive Übung geben wird. So, diese interaktiven Übungen, die können abgegeben werden, unmittelbar beim Präsenztermin und führen dazu, dass man in Kombination mit der Anwesenheit beim Präsenztermin selbst Bonuspunkte für die Prüfung erwerben kann. Das heißt, ich werde diese Abgaben anschauen, beurteilen, Punkte dafür vergeben und diese Punkte, die man da erwerben kann, gehen dann zu oder bieten bis zu 33%, also ein Drittel der pro Themenbereich erreichbaren Punkte an. Ein kurzes Wort nur zu dieser Abgabe. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl ist es nicht zu leisten, dass man individuelles Feedback gibt. Also das geht sich leider nicht aus, beziehungsweise dass man auch nur beginnen könnte, über irgendwelche Punkte zu diskutieren. Ich werde diese Abgaben ansehen, beurteilen und der dann vergebene Punktestand, der gilt dann auch und ist nicht mehr verhandelbar. Wenn es inhaltliche Fragen gibt, besteht natürlich immer die Möglichkeit, diese Dienstagtermine zu nutzen, um die Fragen zu klären. Der Punktestand, wie gesagt, der steht aber dann fest, wird vor der Prüfung auch kommuniziert, das heißt veröffentlicht. Das heißt, ihr wisst bei der Prüfung schon, wie viele Bonuspunkte ihr erreicht habt. Die Prüfung ist dann auch entsprechend der Themenbereiche organisiert. Das heißt, im Wesentlichen wird es 5 Fragen geben. Zu jedem Themenbereich 1, die sind, obwohl jetzt die Classroom da total ungleichmäßig sind, alle gleich gewichtet, höchstwahrscheinlich. Und dann besteht eben die Möglichkeit, sich auf diese jeweils 100% erreichbaren Punkte pro Themenbereich bis zu 30% Bonuspunkte zu besorgen. Oder 33%, also genau ein Drittel. Das heißt, ich kann in die Prüfung schon mit einem Bonus, das sollte gerade sein, ein Bonus von ungefähr, das ist die Hälfte, einem Drittel reingehen. Genau. Diese Punkte werden eben angerechnet, die werden bei der Beurteilung dann berücksichtigt. Die kann man aus den Aufgaben erwerben. Der Rest der Punkte ist durch die Beantwortung der Prüfungsfragen zu erwerben, wobei auch ausschließlich durch die Prüfungsfrage 100% der Punkte erreicht werden können. Also die gelb schraffierten Flächen sind tatsächlich ein Bonus. Um auch das noch klarzustellen,
mehr als 100% der Punkte pro Themenbereich sind nicht erreichbar. Das heißt, wenn ich schon 33% bei den Bonuspunkten habe und dann nur mal die Frage vollkommen richtig beantwortet habe, also da 100% habe, dann bekomme ich nicht 133% der Punkte, sondern trotzdem nur 100. Das heißt, es wird gekappt bei der maximalen Punkteanzahl. Damit erreichen wir, dass es kein Übersprechen zwischen den Themenbereichen gibt. Es ist nämlich wichtig, dass man in allen Themenbereichen zumindest das Grundwissen erwirbt. So viel zur Vorlesung. Ganz grundsätzlich die Punkte, die Bonuspunkte aus den Übungsaufgaben bleiben zumindest für den ersten, zweiten, also für den ersten, zweiten Prüfungstermin und auch für den kommenden Prüfungstermin im kommenden Wintersemester dann stehen, also die bleiben aufrecht, die werden dort weitergerechnet. Was dann danach ist, darüber kann man noch keine Garantie geben, weil dann unten noch unklar ist, ob ich weiterhin die Lehrveranstaltung mache oder nicht. Es gibt einfach eine neue Beauftragung und es gibt keine Versprechen darüber, ob die Punkte weiterhin gelten. Gilt nur für die ersten drei Prüfungstermine, das heißt für den Termin im Mai, für den Termin im Juli und für den dritten Prüfungstermin, der dann im Februar 2018 ist es dann schon 2018 stattfinden wird. Genau. Bei der Übung ist es so, das habe ich vorhin ohnehin auch schon mal ein bisschen detaillierter erklärt, bei der Übung ist es so, dass es die beiden Phasen gibt, die man unterscheiden muss. Bei diesen Phasen ist es so, dass wir in dieser Phase 2 40% der Punkte als Gruppenleistung vergeben und in der Phase 1 60% vergeben, die sich wiederum zusammensetzen aus den Übungsaufgaben, das sind 30%, und dem Übungstest, das sind ebenfalls 30%. Der Übungstest muss positiv sein, das heißt, da muss ich mehr als 50% der Punkte erreichen, um in Phase 2 übergehen zu können und dort weitermachen zu können. Bei den Übungsaufgaben ist es so, dass die nicht von sich aus positiv sein müssen, das heißt, da kann man weniger als 50% erreichen und trotzdem weitermachen dürfen. Die Punkte kommen so zustande, dass wir aus den abgegebenen Übungsaufgaben, also ihr müsst von den Übungsaufgaben, die wir zur Verfügung stellen, 2/3 abgeben und von diesen abgegebenen Übungsaufgaben werden wir 3 Stichprobenmatik herausziehen, wobei alle 3 aus unterschiedlichen Themenbereichen stammen werden. Das ist das einzige Constraint, das gesetzt wird. Die werden wir beurteilen und aus dieser Beurteilung setzen sich dann diese 30% zusammen. Genau, so kommt dann die Übungsbeurteilung zustande. Wie gesagt, individuelle Komponente, 60% davon, die Hälfte aus den Übungsaufgaben, die Hälfte aus dem Übungstest und 40% aus dem Projekt. Positiv sein müssen, um erfolgreich abzuschließen, der Übungstest, das heißt mehr als 50%, und das Übungsprojekt, auch dort mehr als 50%. Insgesamt natürlich auch mehr als 50%, dann kommt es zu einer positiven Beurteilung. Gilt auch für die Vorlesung, der Notenspiegel bei der Vorlesung schaut so aus, dass ab 50% der Punkte positive Beurteilung ausgestellt wird und dann gleich verteilt die Noten zwischen 1 und 4 aufgeteilt werden. Genau, so viel zur Beurteilung. Und im letzten Video setzen wir uns jetzt noch ganz kurz mit der Lernplattform auseinander, die dann auch die Unterlagen und die Videos zur Verfügung stellt.